Zurück zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga Prediction für die Saison 2017-2018. Das Wort Prediction. Prediction fällt mir schon mal sehr, sehr schwierig, aber heute geht es weiter mit dem 19.20. Spieltag der Bundesliga. 20. oder 21. Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall mit dem nächsten Spieltag der Bundesliga-Saison 2017-2018. Letzte Woche habe ich ja richtig reingeschissen, also nicht nur ein bisschen, aber diese Woche muss das natürlich wieder besser werden, weil ich hielt Platz 1 in meiner Tipprunde zurück. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich darüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung, da habt ihr natürlich meinen Partner für diese Serie OneFootball. Da habt ihr den Link zur kostenlosen App aus dem Play oder App Store für die neuesten Kaderinformationen, Transfergerüchte, auch wenn die Transferphase gerade vorbei ist und natürlich selbstverständlich Live-Scores. Lohnt sich auf jeden Fall gerade für die Live-Ticker und so, für die Leute, die nicht die Spiele live verfolgen können. Dazu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, Fever Points, PSN, Max und Kudemir, Max Gaming TV, Instagram, Twitter könnt ihr gerne kostenlos folgen, um meine Meinung zum aktuellen Fußballgeschehen mitzubekommen. Und ich habe mir heute wieder eine Liste gemacht. Und diese Liste ist sehr wichtig, denn auf der rechten Seite von euch aus, oh Gott, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das gespiegelt wird, in meinem Renderprogramm. Auf jeden Fall habe ich da die Ergebnisse diesmal hingeschrieben, sodass ich im Idealfall nicht wieder erst während dieses Videos überlege, was für ein Ergebnis am Ende denn rauskommen wird, weil letzte Woche war, wie gesagt, katastrophal. Die Wochen davor, auch wenn ich immer mal gerade gegen Freiburg sehr, sehr reingeschissen habe, waren echt nicht schlecht, waren echt gut. Ich bin, wie gesagt, Erster bzw. mittlerweile Zweiter in der Tippgruppe, aber letzte Woche habe mir das Genick gebrochen. Ich habe zugegebenermaßen in meiner Tipprunde, die ernst ist, auch versehentlich 3-4 für Hoffenheim getippt, weil die 4 ja unter der 1 liegt, die wollte eigentlich 3-1 für Bayern tippen. War bitter, hat mir 2 Punkte gekostet, aber gut. Heute, ich bin ein bisschen auf Sicherheit gegangen diesmal, aber das muss ja auch nichts heißen. Naja, Köln-BVB, erstes Spiel. Köln ja seit Rutenberg richtig gut dabei. Zuletzt ein 1:1 gegen Augsburg, wie ich es vorher gesagt habe, wird unentschieden. Jetzt kommt der BVB. Der BVB ist in der Krise. Der BVB braucht auf jeden Fall jetzt einen Sieg. Hat jetzt Batshuayi anstelle von Ober. Hat Akanji. Reicht das? Ja. BVB gewinnt 1:2 in Köln. Frag mich nicht, wieso. Ist halt Dortmund. Mainz gegen Bayern. Kurze Geschichte, 1:3. Mainz ist zwar heimstark, aber Bayern macht das. Hertha gegen Hoffenheim. Spannende Partie, Teams theoretisch auf Augenhöhe. Hertha dieses Jahr deutlich schlechter als die letzten Jahre. Ah, ganz schwierig, 1:1. Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften, weil Hertha halt Heimstärke beweisen kann. Auch wenn ich mir Hoffenheim-Sieg vorstellen kann. Wolfsburg gegen Stuttgart. 2:0 für den VfL. Mit Korkut wird das leider nichts, liebe VfB-Fans. Ich spreche da aus Erfahrung, wenn er bei 96 nicht so kacke war, aber bei Leverkusen und Lautern war das ja gar nichts. Und dementsprechend, ja, Wolfsburg gerade jetzt mit der Verpflichtung von Memedi, ich glaube, die werden sich langsam unten raus befreien. Und dementsprechend der Heimsieg. Freiburg gegen Leverkusen. Wieder mutig von mir, dass ich Freiburgs Heimserie bzw. Serie allgemein in Frage stelle. Aber 2:1 Leverkusen. Ich sehe Leverkusen. Gut, das habe ich bei allen gesagt, aber ich sehe Leverkusen zu stark. Schalke gegen Werder. Übrigens sehr beeindruckend, was Freiburg macht. Gar keine Frage. Verstehe mich da nicht falsch. Ja, ich finde, Freiburg macht wirklich einen klasse Job dieses Jahr. Gerade Streich. Sie holen nicht die zwingend krassen Siege raus oder die Mega-Ergebnisse und spielen nicht ums internationale Geschäft mit. Aber sie schlawinern sich da unten geschickt wieder raus. Und das ist echt stark gegen Dortmund unentschieden. Das musst du erstmal schaffen, gerade auswärts, auch wenn Dortmund am Kriseln ist. Aber das ist wirklich nicht schlecht. Also Props auf jeden Fall an Streich und seine Mannschaft. Leverkusen aber genauso momentan unglaublich stark. Gerade wegen Bailey. Schalke gegen Werder. Werder zuletzt stabiler, aber Schalke zu Hause. Schalke vor heimischem Publikum ist immer noch mal eine andere Sache. Und ich glaube dementsprechend, dass Schalke das auch gewinnen wird. Die müssen auch, wenn sie oben dran bleiben wollen, und dementsprechend 2:1. Ich würde normalerweise 2:0 tippen, aber ich sage mal 2:1, weil ich mir vorstellen kann, dass Werder mit der Situation gut umgehen kann auf Schalke. Weil sie ja komplette Außenseiter sind. Und gerade dann ist Bremen eigentlich stark, wenn man gegen Dortmund gesehen hat. Und gegen Bayern. Gladbach gegen Leipzig. Auch wieder so ein Spiel. Und deswegen habe ich gerade am Anfang des Videos so geguckt. Ich könnte mir sowohl vorstellen, dass Leipzig gewinnt, als auch dass Gladbach gewinnt, als auch dass Unentschieden ausgeht. Ich habe keine Ahnung, ich tippe 2:2. Ich habe momentan ja das Bauchgefühl, Leipzig gewinnt. Aber ich traue mich nicht darauf zu tippen. Ich mache hier mal eine Infokarte hin. Glaubt ihr, dass Leipzig gewinnt? Vielleicht tippe ich noch um. Bin gespannt. Augsburg-Frankfurt. Frankfurt mega stark. Frankfurt zuletzt auch wieder mit einem Sieg. Frankfurt einfach übertrieben momentan. Dritter? Vierter? Ich weiß es gar nicht. Richtig stark. Augsburg aber zu Hause nicht zu unterschätzen. Gegen Köln mit einem glücklichen Unentschieden durch Kajubi. Ich weiß nicht, ob es glücklich war. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich glaube glücklich. 1:1. Aber das ist für Frankfurt trotzdem krass. Ich glaube, die werden in Euroleague kommen. HSV Hannover 96.
Warum spielen wir eigentlich in letzter Zeit immer sonntagabends? Das geht mir langsam auf den Keks. Ich will die in der Konferenz haben, weil Einzelspieler von 96, das bekommt mir nicht. Das halte ich nicht aus. Da bin ich zu alt für. 96 zuletzt gegen Schalke mit dieser klasse Leistung, ja, mit diesem Comeback auswärts auf Schalke. Davor mit diesem Comeback gegen Mainz, mit dem Heimsieg 3:2 nach 0:2. Und dann kommt Wolfsburg und man verliert. Zugegeben war das unglücklich, ja, also wir hätten definitiv einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar den Sieg. Aber es war ein Scheißspiel. Und gegen die Kleinen tut sich 96 immer schwer. Klein. Wolfsburg ist nicht klein, aber Wolfsburg ist schwach diese Saison. Dazu der Torwartpatzer von Schauner, der definitiv nicht patzen wird gegen Hamburg, aber ich kann nicht auf 96 tippen. So gerne ich es auch würde. Ich kann es nicht. Ich bringe es nicht übers Herz. Ich sage, 96 spielt 2:2 gegen Hamburg. Ich sage, das wird ein Unentschieden, weil Hamburg heimstark ist und weil Hamburg uns nicht liegt. Hannover mag Hamburg nicht. Zwar haben wir auch in der Abstiegssaison in Hamburg gewonnen, aber das war ja trotzdem die Abstiegssaison. Und Hamburg darf man auch nicht unterschätzen, gerade zu Hause nicht. Ich bin echt unschlüssig bei Frankfurt und bei Leipzig und bei Hoffenheim-Hertha. Einfach weil das die Spiele sind, die ich unentschieden tippe. Hoffenheim-Hertha sage ich, das kann wirklich 1-1 werden. Ich mag es aber grundsätzlich nicht unentschieden zu tippen. Leipzig-Frankfurt. Frankfurt gewinnt das Ding 2-1. Frankfurt gewinnt das Ding 2-1. Ich mache trotzdem die Infokarte. Ach, das ist schwierig. Naja, egal. Mal sehen, ob ich meinen Platz 1 zurückbekomme oder nicht. Grundsätzlich bin ich auch zufrieden, so wie es läuft. Ich hoffe, dass ich ein paar Punkte mehr mal ersetzt worden bin. Mit 4 war das echt schwach. Aber das war's von diesem Video. Schreibt mir gerne eure Tipps in die Kommentare und wir sehen uns dann nach dem Wochenende wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Viel Spaß beim Fußballschauen. Schaut mal Twitter vorbei. Und ciao.